Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Lütte und ich. Ich möchte gleich mit euch Pakete auspacken. Und zwar habe ich ein Kinderwagen-Set bestellt vom ABC, den Sizer 4R Nature. Und bin schon total aufgeregt und mir kribbelt schon in den Fingern, dieses Paket zu öffnen, weil ich so lange drauf gewartet habe. Ursprünglich sollte es sogar eigentlich später kommen und jetzt ist es doch schon da. Demnach geht es jetzt direkt los. Ja, und hier stehen sie schon, die beiden Pakete, die ich mit euch auspacken werde. Und zwar einmal, hier ist der Kinderwagen drin und hier ist der passende Autositz. Genau, und jetzt werden wir mal direkt anfangen. Ich würde sagen, mit dem Kindersitz. Oh, ich bin aufgeregt. Und los geht's. So, und damit ihr auch jetzt sehen könnt, was ich da überhaupt aus dem Paket gezaubert habe, gehen wir natürlich jetzt mal ein bisschen näher ran. Das macht ja sonst auch keinen Sinn. Und zwar gibt es hier von Sambu einmal einen Universal-Insektenschutz. Der ist dann passend für die für den Autositz oder die Babyschale. Auch nochmal einen Insektenschutz dann für den Kinderwagen an sich. Dann ein Universal-Regenschutz auch nochmal für die kleine Schale. Und zu guter Letzt von Sambu nochmal ein Universal-Regenschutz, auch nochmal für den Kinderwagen. Hi Cookie, kommst du mich besuchen? Genau, hier haben wir noch den Adapter, der war auch mit im Set enthalten. Und zwar ist der dann nachher, um da die Babyschale auf dem Kinderwagen festzuklipsen. Und jetzt gucken wir uns mal direkt die Babyschale an. Ach, ich finde die Farbe schon so schön. Willst du direkt einsteigen, Cookie, wa? Okay, und zwar, da ist sie. Tada! Oh, ich finde die schon mega schön. In so beige und braunen Tönen. Das ist natürlich auch passend nachher zum Kinderwagen. Ja. Mit allem, was dazugehört. Genau, nachher werde ich euch die vielleicht nochmal ein bisschen genauer zeigen. So, und jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's an den Kinderwagen, an den Riesenkarton. Und ich bin total gespannt, wie der nachher aussieht. So, und da liegt er schon. Oder da liegen die Teile schon. Die Einzelteile, die ich gleich erstmal in Ruhe auspacken werde. Und dann geht es auch an den Aufbau. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es fertig ist. So, man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, wie der nachher ungefähr aussieht. Hey Pepe, das ist aber nicht für dich zum Schlafen. Und ja, wir werden ihn jetzt erstmal gleich ganz in Ruhe aufbauen.
und dann mache ich noch mal ein Video, wenn das ganze Ungetüm dann endlich fertig ist. Ich freue mich. So sehen jetzt die fertigen Kinderwagenteile im Einzelnen noch mal aus. Bei dem Gestell mussten nur die Räder noch mal angesteckt werden. Bei der Wanne, bei der Babywanne, musste der Stoff ein bisschen gespannt werden und Matratze eingelegt und so ein paar Kleinigkeiten. Die Babyschale war ja an sich schon fertig vormontiert. Und beim Kindersportsitz musste nur oben der Schirm einmal festgemacht werden, der Griff. Und dann war es das soweit auch. Genau, so sehen die Teile dann im Einzelnen schon mal aus, ohne dass die halt aufs Gestell aufgesteckt sind. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass ich die einzelnen Teile einmal aufstecke auf das Wagengestell und dann nochmal im Detail vorstelle. Thank you.
Ja, kommen wir nun zum letzten Teil des Videos. Wir haben die Pakete zusammen ausgepackt und ich konnte euch die Babywanne, die Tulipschale und den Sportwagensitz zeigen. Ich hoffe, dass es für euch hilfreich war, denn ich habe mir die Entscheidung für den Kinderwagenkauf gar nicht leicht fallen lassen. Ich habe vorher erst im Internet recherchiert und nach den Modellen erstmal geschaut, was ist da überhaupt aktuell auf dem Markt. Ich hatte ja wirklich gar keine Ahnung und hatte mir dann was Schönes ausgesucht, bin damit dann der Vorstellung in den Babyfachmarkt gegangen und habe gemerkt, das klappt überhaupt nicht. Also das Modell, was ich mir da im Internet ausgesucht hatte, das passte von der Größe nicht, das passte von der Qualität nicht. Da war einfach alles nicht in Ordnung. Und da war ich wirklich heilfroh, dass ich diese Entscheidung auch getroffen habe und wirklich vorher nochmal, bevor ich es bestellt habe, in den Fachmarkt gegangen bin. Und das lege ich euch ans Herz, dass ihr das genauso macht, dass ihr wirklich in die Fachmärkte geht und euch da komplett ausprobiert. Probiert die einzelnen Modelle aus, fahrt die mal Probe, fasst die Sachen mal an, die Materialien an, guckt, was das für Funktionen hat und lasst euch ein bisschen beraten. Manchmal hat man ja auch das Glück, dass Verwandte und Freunde schon mal sagen, der und der Kinderwagen ist super und dann hat man schon eine gewisse Vorstellung auf jeden Fall, bevor man da reingeht, weil die Auswahl ist wirklich riesig und das kann einen schon mal leicht überfordern. Deswegen bin ich heilfroh, dass ich mich endlich für ein Modell entscheiden konnte und dass ich damit auch wirklich zufrieden bin und ich kann es kaum abwarten, mein Baby endlich in den Wagen zu legen und damit spazieren zu gehen. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Deswegen drücke ich euch die Daumen, dass ihr das passende Modell für euch entdeckt. Hoffe, dass das Video für euch hilfreich war, dass ihr wenigstens schon mal einen Eindruck von der Optik gewinnen konntet und weswegen ich das Modell auch gewählt habe und gekauft habe schlussendlich. Und ich wünsche euch da wirklich ganz, ganz viel Spaß bei und bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal bis dann.